Hallo Freunde, servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Schaut's mein neues Shirt, ist das nicht gut? Schon so lange wollte ich sowas mit einer veganen Aufschrift. Und jetzt hab ich's endlich gefunden. Und zwar wo? Im Kanal von der lieben Emma, der heißt Raw Nourishment. Und die hat eins versteigert, weil sie, glaube ich, nicht passt hat. Das ist jetzt nicht das. Und die hat einen Link in ihrem Kanal gehabt und von da weg habe ich dann dieses Shirt bestellt. Und wenn ihr da auch Interesse habt, wenn ihr mal sowas haben wollt, dann findet ihr wie immer den Link in meiner Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das bestellen. Okay? Ja. Das gibt es auch noch in anderen Farben, also nicht bloß in Weiß und auch noch in anderen Modellen. Und worum geht es heute in meinem Video? Ich habe den Newsletter von der Albert Schweitzer Stiftung abonniert. Und die Albert Schweitzer Stiftung ist eine Tierschutzorganisation und die haben manchmal so interessante Beiträge, so wie den, den ich euch heute präsentiere. Und der hat mich so angesprungen und habe gedacht, da muss ich unbedingt ein Video dazu machen. Und zwar geht es da darum, es gibt da eine Schule in Berlin, und zwar die heißt Anna Segers Gemeinschaftsschule. Das ist eine Oberschule in Berlin Adlershof, und die waren einverstanden mit einer Aufklärungskampagne innerhalb dieser Schule, und zwar über den Veganismus. Und ich finde es sowas von klasse, dass in den Schulen und einfach im Außen so viel gemacht wird zum Thema Tierschutz, und dass die jungen Leute, die sind ja oft noch viel zugänglicher für diese Informationen, und die Älteren, die sind oft schon so, sag jetzt mal, blockiert von ihren Dingen, die sie so mitkriegen im Fernsehen und im Radio und was weiß ich, wie sie halt groß geworden sind, so wie es bei mir auch nicht anders war. Aber die Jungen, die haben oft, die sind noch viel mehr mit ihrer Seele verbunden, sag ich jetzt mal, ja, genau, mit dem Mitgefühl für die Tiere. Und das finde ich einfach klasse, und das hat mich so gefreut, dass ich mir gedacht habe, da mache ich ein Video dazu. Oberschule in Berlin beteiligt sich am Vegan-Experiment mit den Augen von Schwein, Huhn und Kuh. Das Interesse der Schülerinnen und Schüler an Tierschutz und Tierrechten ist groß. Über 60 hatten sich für unser Projekt Ein bisschen vegan for Freaks Only an der Anna Segers Gemeinschaftsschule in Berlin-Adlersdorf angemeldet. Gemeinsam mit dem FEBU beteiligte sich unser Straßenkampagnenteam an den Projekttagen vom im Juli 2017, die unter dem Motto standen: Über den Tellerrand schauen. Auf dem Programm des Projekts standen Kurzfilme, Kochworkshops, Supermarktrecherchen und Diskussionen. Besonderes Highlight sind die Virtual Reality Brillen und 360-Grad-Filme des preisgekrönten Videoprojekts iAnimal von Animal Equality. Sie ermöglichen aus dem Blickwinkel von Tieren das Leben und Sterben in der Massentierhaltung mit anzusehen. Vegan ist voll spannend. Unsere Kollegin Janika eröffnete mit ihrer Präsentation über Tierethik, Gesundheit und Umwelt. Sie hat selber früher gern Fleisch gegessen, sowie Pelz und Leder getragen, berichtet sie. Zugleich war sie schon immer tierlieb. Das sind die Schülerinnen offenbar auch. Als Janika eine Folie mit kleinen Ferkeln zeigte, ging ein »Ach, sind die süß« durch die Reihen. Ein Video über Mitgefühl für die Tiere berührte die Teilnehmerinnen besonders. Anschließend war Zeit zum Reden. »Sie fände vegan voll spannend«, sagte ein Mädchen. »Nur sei ihre Familie total dagegen.« »Das kennen wir auch«, sagte Janika. »Es braucht einiges an Mut und Willensstärke, sich im eigenen Umfeld durchzusetzen.« »Wir liefern euch in den nächsten Tagen viele gute Argumente.
über die ihr zu Hause diskutieren könnt, ermutigten wir die Schülerinnen. Vielleicht unterstützt euch dann der eine oder die andere aus der Familie, wenn deutlich wird, wie wichtig euch dieses Thema ist. Jemand fragt uns nach einer guten Seite im Netz, um sich umfassend zu veganer Ernährung zu informieren. Natürlich die Vegan Taste Week. Das ist ein super toller Link, findet ihr in meiner Videobeschreibung. Da könnt ihr euch darüber informieren, was es alles für tolle, wundervolle Gerichte in vegan gibt. Ja, also sehr umfangreich. Bitte unbedingt anschauen. Für einen Teil der Gruppe ging es nun ab in die Schulküche zum veganen Kochen und Backen. Auf dem Programm stehen Nudeln mit Bolognese-Soße sowie Cupcakes. Für andere gibt es Kurzfilme mit Diskussionen. Eine dritte Gruppe schaute im Supermarkt, welche veganen Produkte sie dort findet. Die übrigen durften dann an die Virtual Reality Brillen, sofern es die Eltern erlaubt haben. Die Stimmung war aufgeregt und gespannt. Die 360-Grad-Technologie erzeugte das Gefühl, sich selbst in einem Betrieb der Tierindustrie zu befinden. Die Schülerinnen konnten sich in alle Richtungen umsehen und steuerten so die Kameraperspektive. Über Kopfhörer hörten sie die Originalgeräusche. Das verstärkte den Eindruck, mitten unter den Tieren zu sein. Keiner musste jedoch die Filme anschauen und die Schülerinnen durften die Brillen natürlich auch jederzeit ablegen. Ein Mädchen hatte die Erlaubnis, die Filme zu sehen, zu Hause vergessen. Mit dem Handy rief sie ihren Vater an und wir erklärten noch einmal, worum es in den Filmen geht. Und dass auch traurige und schockierende Bilder zu sehen sind. Meine Tochter darf das selber entscheiden, sagte der Vater. Ich finde es sehr wichtig, dass dieses Thema in der Schule behandelt wird. Super diese Aussage von diesem Vater, solche bräuchte man mehr. Die ersten zwei Mädchen wollten einen Film gemeinsam ansehen. Für die anderen bot sich ein interessanter Anblick. Ihre Köpfe bewegten sich oft zeitgleich in die Richtungen, wo gerade etwas passierte. Sie fassten sich an den Händen. Manchmal nahmen sie erschrocken die Hand vor den Mund. Eine Schülerin musste nach dem Film erstmal vor die Tür. Auch wenn sie schon viele derartige Videos kennt, erzählt sie später, war das Erlebnis mit der VR-Brille viel intensiver. Ein anderes Mädchen weinte schon während des Films. Trotzdem wollte sie ihn unbedingt zu Ende sehen. Manche wollten sogar zwei Filme hintereinander anschauen. Ein anderer Schüler mochte keinen der Filme sehen. Doch auch das war in Ordnung. Später kam er nochmal auf uns zu. Ich würde jetzt doch gerne gucken, sagte er. Meinen Großeltern brauche ich das sowieso nicht erzählen, weil die verstehen das null, sagte ein Junge. Bei den meisten Schülerinnen jedenfalls erzeugte der Perspektivwechsel offenbar viel Mitgefühl und Solidarität. Zwischen Lebenshof und Massentierhaltung. Am Tag des Hoffests fuhren wir mit unserem Grunzmobil auf den Schulhof. Dort herrschte bereits wildes Treiben. Auf dem Schulhof waren Graffitis entstanden, darunter ein kleines Küken mit dem Spruch »I'm not a nugget«. Eine Bühne samt aufwendiger Tontechnik und viele Stände waren aufgebaut. An denen stellten die Schülerinnen ihre Projekte vor. Weil viele jüngere Kinder da waren, zeigten wir an unserem Grunzmobil keine Szenen aus der Massentierhaltung, sondern wunderschöne Aufnahmen vom Lebenshof Santuario Igualdad Interspecies. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Doch selbst viele kleine Kinder verstanden bereits,
warum wir da sind. Ein Schüler sagte, es ist das Gemeinste, dass so viele Tiere geschlachtet werden. An unserem iAnimal Pavilion war reger Andrang. Viele Schülerinnen nutzten die Chance, sich die Filme anzusehen. Sichtlich betroffen nahm ein Junge die Brille ab. Mir war nicht bewusst, dass das so schlimm ist. Jetzt verstehe ich die Motivation, vegan zu leben. Auch einige Eltern und Lehrerinnen sehen sich die Filme an, mit den VR-Brillen. Sie berichteten, dass die Schülerinnen von unserem Projekt viel erzählt hätten. Eine Schülerin kam ganz aufgeregt zu uns. Der Foodtruck Reger Burger hat sich direkt neben unser Grundsmobil gestellt. Das ist ja wohl wirklich unpassend. Ausgerechnet neben euch, schimpfte sie. Wir begriffen ihren Irrtum und erklärten, doch, das sind nämlich vegane Burger. Die kommen offenbar bei vielen gut an. 100 Burger waren schon am frühen Nachmittag ausverkauft. Auch die 100 veganen Currywürste waren schnell vergeben. Die Schulleiterin hatte Glück, sie bekam die letzte. Bei ihr bedankten wir uns noch einmal persönlich, dass wir an ihre Schule eingeladen wurden und mit den Schülerinnen gemeinsam diskutieren durften. Na, für uns war doch das auch toll, sagte sie. Kommen Sie gerne wieder. Mit ihrer Erlaubnis durften wir am gleichen Tag sogar noch eine Drohne steigen lassen, um Aufnahmen zu machen aus der Vogelperspektive. Besonders freuten wir uns darüber, dass mehrere Schülerinnen und Schüler den Entschluss gefasst haben, sich fortan vegetarisch oder vegan zu ernähren. Spätestens dann, wenn sie von zu Hause ausgezogen sind. Eine Schülerin sagte, ich habe jetzt seit Montag vegan gegessen und das war eigentlich total einfach und lecker. Wir bedanken uns bei allen Schülerinnen, Beteiligten und Helferinnen ganz herzlich für das tolle Gemeinschaftsprojekt. Ja, meine Lieben, wenn euch mein Video gefallen hat, dann denkt an den Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, das ist kostenlos. Und gleich bei der Gelegenheit, ich verdiene gar nichts an meinen Videos, weil das für mich so passend ist, gell? Und ihr dürft mir gerne einen lieben Kommentar schreiben, da freue ich mich immer. Und was wollte ich eigentlich noch sagen? Alle wichtigen Links findet ihr in meiner Videobeschreibung und schaut da unbedingt rein, weil da sind ganz, ganz wichtige Sachen dabei. Zum Beispiel auch über diese Vegan Taste Week. Da kann man sich anschauen, wie viele tolle Rezepte dass es da in Vegan schon gibt. Gell? Und wenn sie euch auch so gefreut wie ich, dass die Jugend da so offen ist und auch die Lehrerinnen und Lehrer teilweise, scheinbar, weil hat man mehr, dann dürft ihr mir das auch gerne reinschreiben. Also mich freut das unheimlich. Okay? Das war's jetzt schon für heute. Mein Video ist vorbei, meine Lieben. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Schaut's auf euch. Alles Liebe. Servus. Pfiat euch.